auf dem jetzt noch Sportplatz bzw. den freien Flächen, die sich in der Flächenwidmung ergeben, von uns vorgegeben werden für einen etwaigen Bauträger. Das heißt, wir wollen die Wege zu den Kindergärten kurz halten und wollen das Angebot so mitwachsen lassen, wie die Bevölkerung wächst. Das war dem ganzen Bauausschuss und dem ganzen Gemeinderat ein sehr wichtiges Anliegen, quasi Infrastrukturmaßnahmen vor oder gleichzeitig mit einem etwaigen Wachstum umzusetzen. So, genau, das ist jetzt das, was ich vorher gemeint habe. Alle, die in letzter Zeit beim Gemeindeamt vorbeigefahren sind, sehen, es schaut aus wie bei den Wühlmäusen. Das heißt, dort verlegen wir die Einfahrt, die Schräge in am Mühlbach, damit wir wirklich eine winkelrechte Anbindung bekommen, mit Druckknopfampeln, mit neuen Bushaltestellen auf einen Standard, der heute verkehrsplanerisch und von der Sicherheit her einzuhalten ist. Es wird die Einfahrt in die Flurgasse, die immer ein Nadelöhr ist, weil sie eng ist. Da kann ich mich wirklich auch wieder nur bei meinem Bauamtsleiter für sein Verhandlungsgeschick bedanken, der dort in mehreren Etappen mit den Anrainern gerungen hat, dass wir das alles zusammenbringen. Das heißt, dort wird es eine Verbreiterung, eine bessere Einfahrt geben, weil es ist dort wirklich nicht leicht ein- und auszufahren, wer das schon mal gemacht hat. Und natürlich der zusätzliche Gehsteig gegenüber der Gemeinde bis zur Volksschule, weil dann habe ich wieder eine Gefahrenquelle ausgeschalten und kann dort sicher die Schule erreichen. Gut, was kommt jetzt im Jahr 2019 auf uns zu? Das ist jetzt eben die Fortsetzung von dem, was gerade aufgekommen ist. Man sieht da jetzt recht schön, also in diesem Bereich ist das Gemeindeamt. Das ist das alte Haus gegenüber vom Gemeindeamt und die Zufahrt ist quasi künftig winkelrecht. Damit soll auch erreicht werden, quasi wenn ich jetzt von Graz gekommen bin, dann bin ich schräg reingefahren und habe, obwohl ich es nicht dürfen hätte, weil hinten darf man ja nicht durchfahren, quasi die Autos ziemlich leicht eine Abkürzung genommen haben, obwohl es durch den Kreisverkehr an der Hitzendorfer Straße ja besser wurde. Das soll die Situation dort noch einmal entschärfen. Es werden die Haltebuchten hierher verlegt und es wird direkt gegenüber vom Eingang vom Gemeindeamt ein Zebrastreifen mit einer Druckknopfampel installiert werden, damit die Kinder dort wirklich, die aus- und einsteigen müssen, sicher hineinkommen und sicher herauskommen aus dem Bus. Genau, und das ist ausgelegt, ist auch behinderten- und blindengerecht, das heißt diese Druckknopfampel und dieser Kreuzungsbereich dort entspricht wirklich den modernsten Standards, die wir haben. Da sieht man jetzt die Verbreiterung von Geh- und Radwegen an der B70. Es gibt ja altgenehmigte Radwege und Gehwege in Kombination, die haben geringeres Ausmaß bedurft. Wenn du jetzt aber bei sowas angreifst, dann ist immer der neue Standard anzusetzen. Das heißt, wir haben ursprünglich versucht, die Geh- und Radwege natürlich zu erhalten in der jetzigen Form, weil es ja gar nicht möglich war ursprünglich, dass wir gedacht haben, wir kriegen überall die jetzt notwendigen Breiten. Das heißt aber, das führt zum Beispiel, also ich kann aus einer anderen Gemeinde ein Beispiel bringen, da war jahrzehntelang das Gleiche, dann ist dort nur eine neue Einfahrt gekommen und weil das angegriffen wurde, müssen dort auf einer Bundesstraße für einen Bereich von 20 Metern die Kinder und die Radler offiziell runter vom Geh- und Radweg, weil er dort ja zwar gleich breit ist, wie er immer war, und gleich breit, wie er hinten weitergeht, aber weil er neu ist, anders genehmigt werden müsste und es war nicht möglich dort. Und diesem drohenden Szenario wollten wir entgehen und haben deswegen vor der Gemeinde alles so vorbereitet, haben aber zusätzlich versucht, mit allen Anrainern zu sprechen, um dort quasi doch noch eine Verbesserung auch zu erreichen. Und das ist geglückt. Das heißt, wir haben von der Höhe, so, jetzt bin ich aber auf der falschen Seite, oder? Besser mir aus. Super. Da. Genau. Bis zur Volksbank haben wir jetzt quasi dann herunter, bis zur Gemeinde, bis zum Spar, eine Verbreiterung auf 3 Meter. Und das ist die jetzige notwendige Ausbaustufe für einen Geh- und Radweg. Das heißt, wir hätten den alten zwar teilweise erhalten können, haben aber geschaut, dass wir das ganze Stück gleich zusammenbringen. Und da bedanke ich mich auch bei allen Anrainern, die uns quasi dort auch Grundstücke abgetreten und verkauft haben, damit wir da diese Verbreiterung zusammenbringen. Warum war uns das so wichtig?
auch ein Blick in die Zukunft, wie das war uns deswegen wichtig, weil, wie vorher schon angekündigt, Bauausschuss und Gemeinderat sich immer dafür ausgesprochen haben, dass wir Infrastrukturmaßnahmen vorersetzen. Und diese Infrastrukturmaßnahme, wir kommen dann zum Punkt noch, dass ich künftig bei der Volkspark in einen relativ kurzen Weg zum neuen, zum Bahnhof, also über den Park-and-Ride-Parkplatz zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, was auch immer, haben werde. Das heißt aber, dort muss ich auch bequem öffentlich hinkommen, weil unser Ansinnen ist es ja, dass künftig, wenn im Ort eine Verdichtung beim Wohnbau passiert, dann sollte nicht jeder mehr mit dem Auto fahren, wie es halt der generelle Trend ist, junge Leute fahren nicht mehr alle mit dem Auto, sondern dann muss ich ihnen aber das Angebot machen, dass sie fußläufig oder mit dem Fahrrad die öffentlichen Verkehrsmittel erreichen können. Und das ist einer der wesentlichen Schritte, dass ich quasi über einen wirklich modernen Geh- und Radweg auch das öffentliche Verkehrsmittel erreichen kann. Dann, wir haben es für heuer schon geplant gehabt, aber manchmal spielt es dann anders. Und im Endeffekt muss man sagen, auch Gott sei Dank, weil es ist für mich immer ein Graus, und mit wem ich schon geredet habe, der weiß es eh. Wenn ich nach Graz aufs Glacis fahre, dann weiß ich nicht, was die dort tun, aber dort ist jedes Jahr eine Baustelle. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist jedes Jahr eine Baustelle. Und genau das wollten wir alle auch verhindern. Wir wollten eben, dass wenn wir was bauen, dass man vorher alles macht. Jetzt haben wir geschaut, dass wir die Gehsteige herrichten, in den Gehsteigen die Oberleitungen vom Strom hinein verlegen und im Anschluss dann die Bundesstraße saniert wird. Und wenn sie schon saniert wird, dann machen wir gleich diesen Kreisverkehr, der auch ein uraltes Projekt ist, bei der Ausfahrt Bahnhofstraße und in die Lindengasse hinüber mit. Und das Ganze hätte auch schon heuer im Herbst stattfinden sollen, aber man sieht, die Wirtschaft ist gut ausgelastet. Es hat ein einziges Angebot gegeben, das den doppelten Preis gekostet hätte, als das, was eigentlich berechnet war. Und deswegen wird das über den Winter neu ausgeschrieben und wir werden das im nächsten Jahr durchführen. Ich glaube, es wird eine massive Verbesserung, weil es einerseits den Verkehr, der von Graz kommt, abbremst. Das heißt, wir haben dort immer ein Geschwindigkeitsproblem gehabt und es wird die Stausituation Lindengasse und die Stausituation Bahnhofstraße auflösen und wir werden da wirklich eine Verkehrsberuhigung auf der einen Seite, aber auch einen sicheren Übergang auf diesen drei Seiten zusammenbringen. Da haben wir eine ganze Handvoll Sanierungen. Ich werde immer wieder angesprochen, warum. Warum ist meine Straße so schief, warum ist die Straße so schief, warum wird die neu gemacht? Wir sind dran und wir haben eine ganz lange Liste, alle Straßen wirklich schön herzurichten, aber wie gesagt, wir müssen zuerst ein bisschen einen finanziellen Handlungsspielraum schaffen und gehen sukzessive an. Wir haben im kommenden Jahr extrem viel vor an Sanierungen. Das ist der Gehsteig von am Mühlbach bis zur Lindengasse, genau auf der anderen Straßenseite, wie wir es jetzt gerade vorher gesehen haben, der soll ausgebaut werden von der Volksbank bis zur Bahnhofstraße. Von der Lindengasse bis zur Siedlungsstraße, die Straßensanierung in der Flurgasse bis zur GKB-Unterführung. Das heißt, dort haben wir das nächste Problem, dass wir in der nächsten Gemeinderatssitzung, wenn es interessiert, am 17. Dezember, werden wir hoffentlich die Finalisierung der Lösung der Eisenbahnkreuzungsverordnung beschließen können. Das ist ja so vorgegeben in der Eisenbahnkreuzungsverordnung, wenn ich da einen kleinen Ausflug machen darf zur GKB, dass es vorgegeben ist, dass Anlagen neu zu sichern sind. Das heißt, da schaut sich ein Sachverständiger die Eisenbahnkreuzungen an und beurteilt diese, wie sie nach den modernen Regeln zu sichern sind. Das hat in Liebuch stattgefunden und hat ergeben, dass eigentlich alle Eisenbahnkreuzungen mit einem Schranken zu sichern sind, bis auf die oben in der Kainerstraße, sprich Miku, Zufahrt, die mit einer Lichtzeichenanlage. Jetzt ist es aus Kostengründen so, dass es dann Möglichkeiten gibt, andere Varianten wie eine Schrankenanlage oder eine Lichtzeichenanlage zu finden, wie eben Über- oder Unterführung, die natürlich einmalig viel teurer sind, aber bei den laufenden Kosten viel billiger. Es gibt jetzt höchstgerichtliche Urteile, es ist mittlerweile bestätigt, dass es immer zu einer Kostenteilung kommt zwischen Gemeinde und Eisenbahnunternehmen. Wir natürlich mit 3, 4, 5, 6, 7 Eisenbahnkreuzungen, eine relativ arme Gemeinde. Wir haben zwar auch zwei Bahnhöfe, es gibt Gemeinden, die haben überhaupt keinen Bahnhof und trotzdem eine Eisenbahnkreuzung, die es zahlen müssen, aber wir sprechen da immer von einem Kostenbetrag bis zu einer zwischen 300 und 500.000 Euro, was sowas alle 20 Jahre kostet und jährliche Erhaltungskosten kommen dazu. Das heißt, langfristig ist es gescheit, Eisenbahnkreuzungen unterzuführen oder überzuführen.
Jetzt hat es am Anfang Gespräche gegeben für alle Kreuzungen, die so zu sichern, aber seitens der GKP gibt es halt eine andere Planung, weil die ja natürlich bis zum Jahr 2025 elektrifizieren wollen, das heißt vor allem im oberen Bereich, Kainachstraße, Mühlau und beim Planer am Gries, dass diese drei Kreuzungen jetzt technisch gesichert werden, bis es eine Entscheidung gibt, wie es dort oben mit dem Ausbau seitens der GKP weitergeht. Das heißt, dort wird es zu einer Kostenteilung nach dem Verfahren kommen. Wir werden sehen, was dort quasi die Kommission, die das nochmal nachbeurteilen muss, dann uns für Kosten vorschreibt. Das kann man überhaupt noch nicht beurteilen. Sind es die 50%, sind es weniger, weil wir so nahe beim Bahnhof liegen, was meine Hoffnung ist, dass es für die GKP im höheren Interesse ist als für uns, weil dann haben wir weniger Kosten zu tragen. Und für die unteren drei Kreuzungen, eben einmal Flurgasse, zweimal Feldstraße, gibt es eine gute Vorbereitung, wie das dort zu lösen sein wird. Dazu kann ich heute allerdings noch keine Details sagen, weil das in der Sitzung vom 17. Dezember endfinalisiert wird und bei der Bürgerversammlung im Jänner können wir das dann berichten, wie dort die weitere Vorgehensweise ist. Dann die Straßensanierung am Mühlbach bis zur Bodenwelle. Das ist jetzt quasi gegenüber, wo ich gesagt habe, die neue Einfahrt kommt, bis hinein. Die schaut auch schon ziemlich aus. Und weitere in den weiteren Ortsgebieten. Wir werden nächstes Jahr Schadler von Spatenhof kommt es auch zur Sanierung. Es gibt eine Liste, die vom Bau unterstellt ist, mit den am dringendsten zu sanieren. Das heißt, die arbeiten dort, wo man schon gar nicht mehr fahren kann, die Sache ab bis dorthin, wo es vielleicht noch etwas Zeit hat. Aber wir werden in einem Volumen von um die 2 Millionen Euro im nächsten Jahr Straßen sanieren. Also das ist ein ganz schöner Batzen Geld, den wir jetzt in die Hand nehmen werden, um die Straßen wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist jetzt noch ein Bild vom Park-and-Ride-Parkplatz. Das heißt, zur Erklärung, da ist das Bahnhofsgebäude, da ist die Unterführung, wo ich zu den Bahnsteigen gelange. Und die geht ja jetzt durch auf die andere Seite, da kann man jetzt schon durchgehen. Im Winter über haben sie uns aufgemacht und Geschotter zur Verfügung gestellt, damit eben, weil drüben schon so viele Autos sind, geparkt werden kann. Und das ist der Engpassbau. Das heißt, dort unten finden sich dann Parkplätze. Da findet sich die Zufahrt über das Industriegebiet. Die Hans-Dahlhammer Straße soll natürlich auch einen Pendlerverkehr, der jetzt von Richtung Landach kommt, abfangen. Der muss nicht mehr durch die Bahnhofstraße fahren und auf diesen Park-and-Ride-Parkplatz, der soll über die Hans-Dahlhammer Straße ausschließlich bei Firmen vorbei, nicht bei Wohngebäuden, auf diesen Park-and-Ride-Parkplatz gelangen. Und damit man auch vom Ort auf diesen Park-and-Ride-Parkplatz gelangt, kommt dann die Anbindung auf diese Seite. Die zeige ich gleich. Und in dem Bereich kommt, soll dann auch der Waggon seinen Platz finden. Da unten gibt es eine WC-Anlage und einen sogenannten multimodalen Knoten. Das heißt, wir fangen da wirklich ganz sanft an und schauen, ob das bei uns auch funktioniert. Es gibt in Graz diese Teams, wer das schon mal gesehen hat, und es gibt jetzt das Projekt Regio-Team, wo man das auch nach außen verlagert. Das heißt, mit einer Karte kann man ziemlich leicht selbst sich dort ein Auto ausborgen, ein Elektroauto in dem Fall. Man kann das dann erweitern um auch ein Diesel- und Benzinauto. In weiterer Folge werden wir uns das jetzt einmal anschauen, wie wird das angenommen. Das heißt, ein weiteres Angebot für die Leute, die sich neu ansiedeln und vielleicht das zweite Auto ersparen, aber dann doch einmal eins brauchen, weil sie was Größeres zum Transportieren haben, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, günstig und schnell zu einem Auto zu kommen. Das wird alles in diesem Bereich hier stattfinden, plus Stellplätze, zwei, haben wir gesagt, für Wohnmobile, die dann, wo wir gesagt haben, wir wollen auch schauen, vielleicht, und wenn er nur einmal essen geht in die Dampflok, hat die Marke meine Lieberhaus gewonnen. Und wir haben auch ein bisschen wieder über den Tellerrand geblickt und haben gesagt, ich muss nicht jeden, der mit einem Wohnmobil kommt, in die Stadt nach Graz hineinfahren lassen, der kann auch bei uns nächtigen und kann mit der S-Bahn in einer halben Stunde in Graz sein. Und wenn er dann bei dem einen oder anderen Geschäft oder Restaurant in Lieberhaus konsumiert, dann wäre das schon ein Gewinn für uns. Das ist jetzt diese neue Zufahrt, also da ist jetzt dieser Park-and-Ride-Parkplatz, den wir gerade gesehen haben, und entlang des Bahndamms bis da rüber, wo auf die Seite die Volksbank ist, komme ich dann da schnell unten durch und bin natürlich hauptsächlich mit Fahrrad und Fuß, zu Fuß, schneller beim Bahnhof, als wenn ich oben um und um gehen muss. Gut, jetzt komme ich zu einem Punkt, den haben wir auch schon länger in Angriff genommen, aber wie gesagt, bei so einem Riesenprojekt wie im Industriegebiet dauert manches länger. Jetzt gibt es Termine. Auf
dieser Seite herum ist der Kreisverkehr. Das heißt, da ungefähr auf der Seite herum, wo es gelb ist, befindet sich das Kino. Dann ist die Unterführung unter der Straße nach Lannach, die da verläuft. Und dann bin ich im Kreisverkehr, wo jetzt noch alles grün ist. Da ist das neue Rückhaltebecken. Und ich kann über diese Straße künftig entlang der Autobahn, wenn ich da bei der Unterführung durchfahre, bin ich in der Flurgasse bzw. Einödstraße. Das ist die jetzige Einödstraße, die da runtergeht. Das sind die ganzen Äcker. Und da rüber geht der Radweg auf die andere Seite weiter. Das heißt, ab 1. März wird dort die 20 kV-Leitung für die Betriebsansiedlungen verlegt. Das macht eine Riesensumme aus, die auch die Firma Hofmanns abnimmt, damit man da quasi diese Verkabelung in die Erde bringt und ab 1. April voraussichtlich mit einer leichten Verzögerung findet da der Straßenbau statt, der dann endlich ein sicheres Erreichen für unsere Kinder und Jugendlichen, die nicht mit Auto fahren können, zum Kino gewährleistet. Das heißt, und damit man gleich sieht, wie das ausschaut, damit es wirklich sicher ist, wir haben dort eine Fahrbahn, die künftig dazu dienen wird, auch das neue Sportzentrum von Industrieseite, das heißt von der Bundesstraßenabfahrt auf die Kreisverkehre Richtung Lannach beim Kino, können alle, die künftig zum Sportzentrum von woanders kommen, das heißt jeder, der zu einem Fußballspiel fahren wird, wenn das einmal fertig ist, wird über diese Straße fahren und nicht durch den Ort. Und parallel dazu, durch eine Baumreihe getrennt, gibt es, da ist die Autobahn, einen voll ausgebauten Geh- und Radweg, damit die Kinder dort nie mit einem etwaigen Industrieverkehr oder einem Autoverkehr, der zum Sportzentrum anreist, in Konflikt kommen. Das heißt, ich kann dort wirklich mein Kind mit dem Rad selber zum Kino fahren lassen, wenn das fertiggestellt ist.